Also bei den Windverhältnissen richtig zielen. Man sieht's an den Kugeln. Die hauen richtig doll ab. Ich hab den nicht getroffen. So, bei den Temperaturen draußen würde es sich doch anbieten, mal ein etwas cooleres Video zu zeigen, nämlich eins aus dem vergangenen Winter. Ja, die Mittagspause war ein bisschen länger. Hüstel, hüstel. Ich habe die Waffe gewechselt, bin jetzt auf der MK18 und unser Auftrag ist es, einen Piloten zu retten. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Da habe ich ihn tatsächlich entdeckt. Und zwar dort. Bist du der Pilot? Ja, ich bin der Pilot. Und du ich kannst glaub, nicht laufen? Nee, die haben mir ins Bein geschossen. Rechtes Bein, rechtes Bein. Muss ich mal so hochhelfen? Okay. Ich glaube, da oben, der ist nicht unser Freund, oder? Jupp. Yep. Unser Freund? Nee. Alter. Das ist der Pilot. Mittlerweile hat sich der Medic zu uns gesellt und konnte uns so deutlich mehr Deckung geben. Hallo da. Oh, das geht bei dir auch. Na, irgendwas, ja, bitte. Ich brauche noch ein bisschen was von dem Auto. So, erstmal den Piloten jetzt hier aus der Schussbahn nehmen. Medic. Medic-Band dran, damit konnte er wieder laufen und wir konnten ihn in Sicherheit bringen. Doch tatsächlich die Sonne dazu entschlossen, auch mal sich blicken zu lassen. Also dann hatten wir an dem Spieltag wirklich alles. Schnee, Regen, Sonne, einfach alles. Oben im Wald hat sich der liebe Gecko versteckt. Aber ich hab dich gleich gesehen, Kamerad. Ich glaube, ich habe so ja, mindestens zwei Magazine da hochgefeuert, aber durch die Äste und das Wurzelwerk war echt nicht durchzukommen. Thank you.
kann. Irgendwie hat er mich doch erwischt. Medic? Na, was ein Glück, dass in unmittelbarer Nähe gleich ein Medic nur darauf gewartet hat, mich wieder ins Spiel zu nehmen. Okay, komm. Ja, gut, der Versuch war da. Zwischenzeitlich hatte der Gegner unsere Fahne geklaut, ist aber auf dem Weg zurück in sein Spawn gehittet worden. Das hieß, die Fahne lag da rum und wir mussten sie wieder zurückholen. Die Fahne dürfen wir jetzt nicht aufnehmen, oder wie? Dürfen wir die Fahne wieder aufnehmen? Hä? Du hast noch nicht getroffen! Du hast noch nicht getroffen! Also ich habe mir das im Nachhinein noch ein paar Mal angeguckt. Er hat tatsächlich nicht getroffen. Er hat irgendein Problem mit seinem Hop-Up gehabt, hat immer wieder über mich drüber geschossen. Teilweise sind auch gar keine Kugeln rausgekommen. So, lass uns die Fahne wieder zurücknehmen. Ja. Schnell, schnell. Ja, Jordan hat die Beine in die Hand genommen und hat die Fahne sicher wieder zurückgebracht. Es war teilweise echt wieder hart an dem Spieltag. Die Kugeln haben bis zu zweimal ihre Richtung geändert auf der Flugbahn. War herausfordernd, aber macht trotzdem sau viel Spaß in Korbach. Hilft wieder nichts, da müssen wir näher ran. Im Wohnwagen, im Wohnwagen. Ja, war gemein, aber zählt. Hier war unsere Aufgabe, zwei Mörsergranaten inklusive Granatenständer zu finden. Die waren irgendwo auf dem Spielfeld verteilt und die galt es einzeln zurück zu uns in den Spawn zu bringen. Ja, hier, bringe. Da links vom Trafohäuschen steht doch schon so ein Granätchen. Da hat sich doch schon wieder das Gate Titan gemeldet. War da etwa schon wieder ein Akku leer? Aber ich kommentiere das jetzt nicht.
Ja, wirklich leicht waren die Dinger nicht. Jetzt galt es nur noch, die beiden Abschussvorrichtungen zu finden. Die wurden auch relativ schnell gefunden und dann ging es zu Part 2 des Auftrags. Wer Korbach kennt, weiß, dass wenn man zum Heliport hoch will, diese ewig langen Treppen hoch darf. Und genau da mussten die hoch. Danke dir. Das wird schon hier mal Kann ich den Sie übergeben? Ich kann nicht. Ja, ich war richtig mächtig im Arsch. Alter. Das ist deine letzte Runde, oder? Ja. Gott sei Dank. Junge, Junge. Zu alt für deinen Scheiß. Aber mal eine blöde Frage. Wenn wir jetzt alle hier hochgegangen sind, wer bewacht eigentlich unser HQ? Ja. Hit! Boah, warum niemand zu dicht? Eben, niemand. Und deswegen hat sich der Gegner dazu entschlossen, uns zu hinterlaufen und uns schön einen nach dem anderen rauszunehmen. Aber warum konnte ich denn das rausbringen? Weil keiner von euch aufmacht. Im Grunde genommen war es punktemäßig jetzt eigentlich schon entschieden, konnten das Ganze nicht wieder aufholen, aber ist natürlich kein Grund, da jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, haben wir also nochmal ein bisschen gepusht. So, und das war dann auch der letzte Hit des Tages und somit sind wir am Ende des Videos angekommen. Mein Fazit zum Spieltag insgesamt, es war super geil organisiert, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe selten so viel BBs verschossen wie an diesem Spieltag. Ich glaube, ich hatte es auch noch nie, dass so widrige Wetterverhältnisse gewesen sind, aber es hat trotz allem unglaublich viel Spaß gemacht, also danke dafür. Wenn euch das Video gefallen hat,
Denkt dran, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, das wird mich ungemein freuen. Hoffentlich sehen wir uns bald beim nächsten Video. Ich habe, was die Videos angeht, in letzter Zeit ein bisschen experimentiert, habe ein bisschen an der Kamera-Setup rumgeschraubt, habe vielleicht auch den einen oder anderen Fail gemacht, was das Kamera-Setup angeht, weswegen ich teilweise Material verloren habe. Beim letzten Spieltag zum Beispiel sind mir aus irgendwelchen Gründen die Akkus abgeraucht. Ja, sowas passiert vor allem, wenn man rumexperimentiert, aber hey, so what? Ich hatte doch trotzdem entspannte, geile Spieltage, auch mal ohne wirklich die ganze Zeit die Kamera drauf zu halten. Nichtsdestotrotz schaue ich natürlich, dass ich für euch wieder entsprechenden Content produziere. Bis dahin, bleibt anständig, bleibt gesund, euer Nugitron. Ciao.